Am Dienstag übergaben die NRW-Tag-Delegierten Regina Junger und Jürgen Kling von der Staatskanzlei in Düsseldorf im Foyer des Rathauses offiziell die Fahne für den Landesgeburtstag an den Oberbürgermeister und an das Team des Stadtmarketings. Junger verriet uns, was sie über Hamm weiß und wie die Zusammenarbeit mit unserer Stadt bisher gelaufen ist. Nein, Hamm ist mir insoweit schon vertraut, dass ich hier jetzt schon einige Termine wahrnehmen konnte. Wir haben uns alles angeguckt. Die Stadt hat uns ja ganz viel gezeigt, halt, wo die ganzen Veranstaltungen laufen sollen. Wir haben uns unseren eigenen Standort aussuchen können. Halt. Wir wissen die Größe der Stadt und so weiter. Es ist halt, was ich eigentlich in den Vordergrund stellen würde, sind nicht die Daten, halt, sondern was mich so sehr freut, ist diese superschöne Zusammenarbeit, die sich hier schon entwickelt hat mit den Kollegen. Wir merken, dass die ganze Stadtverwaltung mitzieht, dass sie Marketing mitzieht. Und wir hören von den ganzen ehrenamtlichen Bereichen, dass ein hohes Interesse daran besteht, sich hier zu beteiligen. Davon lebt dieses Fest. Der Nordrhein-Westfalen-Tag ist ein Bürgerfest von Bürgern, für Bürger gemacht halt. Und immer wieder mein Aufruf, kommen Sie, machen Sie mit. Es gibt hier sicherlich ganz viel Schönes zu sehen. Hier wird jeder einen Programmpunkt finden, der etwas für ihn ist. Jürgen Kling ist zuständig für den traditionellen großen Festumzug beim NRW-Tag. Der Festumzug wird wie jedes Jahr beim Nordrhein-Westfalen-Tag in Hamm auch stattfinden. Er wird am Samstag wahrscheinlich gegen 14 Uhr starten und dann auch vom Fernsehen live übertragen. Es werden insgesamt nahezu 60 bis 70 teilnehmende Vereine und Gruppen an diesem Festzug teilnehmen. Das wird eine ungefähre Anzahl von 2.000 bis 2.500 Teilnehmern mit sich bringen. Inwieweit große Wagen fahren werden, werden wir sehen. Im letzten Jahr in Wuppertal konnten wir es aus städtebaulichen Gesichtspunkten wegen der Steigungen nicht. Aber dieses Mal geben wir auch den Festzug frei für Großwagen, die dort mitfahren werden. Alles wird, wie gesagt, live im Fernsehen übertragen und wir erwarten ein buntes Bild. Landesweit werden die Vereine hier nach Hamm kommen. Der Oberbürgermeister war sichtlich erleichtert, nun auch symbolisch das Okay für die Ausrichtung der Großveranstaltung bekommen zu haben. Der letzte Schritt ist jetzt getan. Auf uns kommt eine riesige Herausforderung zu. Ich freue mich. Ich glaube, dass wir das gut bewältigen werden und Hamm wird Gelegenheit haben, sich in ganz Nordrhein-Westfalen zu repräsentieren.